Willkommen! Erlaube mir, dir eine Einführung in Galaxy of Heroes zu geben. In diesem Holotisch-Spiel kannst du mit Helden und Schurken aller Epochen kämpfen. Vorsicht! Aus dem Weg! Ja, der Herrscher der Holotische ist hier. Tut mir leid wegen dieses Hutten. Er ist der beste Flottenarena-Spieler in der Gegend. Vielleicht kannst du ihn ja eines Tages ein wenig zurechtstutzen. Wie gesagt, in diesem Holotisch-Spiel und so weiter und so fort, du führst in den Kampf, wertest sie auf und kämpfst dich bis an die Spitze. Ich heiße euch herzlich willkommen, Freunde, zu diesem epischen Neuanfang hier in Star Wars Galaxy of Heroes, unserem grandiosen Let's Play. Wir machen also endlich einen neuen Account, denn ihr habt darum gebeten und ich bin jetzt bereit dazu. Ich hatte viel zu tun, ich hatte nicht die Zeit, ich hatte nicht den Kopf dafür. Mittlerweile ist alles frei, auch mein Kopf, da ist ziemlich viel Luft drin. Um Galaxy of Heroes aufzunehmen. Und wir werden im Zeichen der Ersten Ordnung spielen. Denn die Erste Ordnung hier, wie hier zu sehen, ne, am Henker und an Kylo Ren, ist zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos das Team, das man am ehesten farmen sollte, um an den obersten Anführer Kylo Ren zu kommen, denn der ist in allen Spielmodi sehr gut und ist eine sehr leicht, die am leichtesten zu bekommende galaktische Legende und dementsprechend ein super Anfang. Dazu kommt, dass ich zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos mir Episode 7, 8 und 9 wieder angeschaut habe, sehe alles ein bisschen mit anderen Augen und bin total gehypt darauf. Also, ihr wollt es, ich will es und deswegen starten wir. Dieses Video wird veröffentlicht am 31.12.2021. Das bedeutet, wie ich euch versprochen habe, noch dieses Jahr, gibt es ein Let's Play zum neuen Account. Und im nächsten Jahr, ab dem 01.01.2022, werden wir dann regelmäßig Folgen haben hierzu. Wir werden wieder, so wie in meinem alten Account, so ziemlich alles in Form von Videos festhalten, also dass ihr da schon mal Bescheid wisst, jeden Fortschritt, den wir haben. Es wird also wieder eine Reise, die wir gemeinsam angehen und die wird sehr spaßig. Keine Sorge, Freunde, unsere Separatisten werden auch nicht zu kurz kommen, auch die werden eine große Rolle spielen, denn ihr wisst ja, die Macht der Separatisten ist immer mit uns, ganz besonders in der Territorialschlacht. Und was ihr außerdem noch wissen solltet ist, der Grund, warum ich nicht vorher angefangen habe, abgesehen davon, dass ich eben viel zu tun hatte und so weiter, es gab nicht wirklich Neues zu zeigen. Mittlerweile, seit dieses Spiel mehrfach geupdatet wurde, seit ich damals angefangen habe, wurde das Spiel mehrfach geupdatet. Ihr wisst, mittlerweile ist die Trupp-Arena funktioniert anders, die Groß-Arena-Meisterschaft funktioniert anders. Es gibt so viele neue Charaktere, die man farmen kann. Es gibt galaktische Legenden und all das. Sogar neue Charaktere, mit denen wir das Spiel starten. Es hat sich tonnenweise verändert und jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, dieses Spiel komplett von vorne anzufangen. Keine Sorge, ich benutze meinen anderen Account auch noch. Wenn ihr die Playlist finden wollt, die ist oben rechts in der Ecke, in einem kleinen i, einfach immer da oben schauen. Wann immer ihr irgendwelche Videos von mir seht, oben rechts in der Ecke auf das kleine i klicken, guckt euch die Playlists an, die darin verlinkt sind. Meistens denke ich mir was dabei und dann könnt ihr euch die auch noch anschauen. Also wir spielen den großen Account weiter für Events, die ich mit dem kleinen Account, mit dem neuen Account hier nicht zeigen kann. Und alles andere machen wir jetzt halt mit diesem Account hier. Übrigens, vergesst nicht, ich spiele wie immer am PC, wie ihr unschwer am Rahmen hier erkennen könnt, mit meinem Lieblings-Android-Emulator BlueStacks, der mich schon seit Jahren begleitet und hier am Mauszeiger kennt ihr das Ganze auch, damit ich euch das Spiel in besserer Qualität liefern kann als einfach nur ein aufgenommenes Smartphone. Und wenn ihr unten in der Videobeschreibung auf den allerersten Link klickt, dieser Link ist immer unter jedem meiner Videos drin, könnt ihr den Emulator BlueStacks herunterladen, zusammen mit Galaxy of Heroes und dann auch am PC spielen, so wie ich das hier mache. Ladet es herunter, ihr unterstützt mich damit direkt, das ist ein Affiliate-Link und es kostet euch gar nichts. Also vielen Dank schon mal an dieser Stelle und unten generell in der Videobeschreibung findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Da findet ihr dann meinen Namen, also den Namen des Accounts, mein Discord-Server, Gilden, mal schauen, wie wir das mit der Gilde machen. Vielleicht gründen wir eine eigene Gilde, vielleicht joinen wir einer Gilde, mal gucken. Und wichtig ist jedenfalls, dass wir jetzt gemeinsam spielen. Also Freunde, ich bin total gehypt. Es geht los. Du spielst erst einmal einen Jedi und seinen Padawan aus den Klonkriegen. Hier sind ihre Datenkarten. Woohoo! Oh,
Dein erster Held, Jedi-Ritter Anakin, hat die Fähigkeit, allen Gegnern Schaden zuzufügen. Auch das ist neu, denn wir haben damals mit, ich glaube, es war der Klonkriege Chewbacca und, wer war das noch, der Jedi-Konsul und so angefangen. Dieses Mal beginnen wir mit echten Helden. Weiter geht's. Abschließen. Und in der nächsten Datenkarte haben wir Ahsoka Tano. Ahsoka Tano hat starke Angriffe, die gleichzeitig ihre Verbündeten mittels Heilung unterstützen. Super, jetzt haben wir also zwei ultra coole Jedi an unserer Seite. Anakin und Ahsoka, natürlich aus meiner Lieblingsära Clone Wars. Und mit denen beginnen wir jetzt hier dieses Let's Play. Du hast jetzt genügend Charaktere für einen Kampf. Gehen wir! Super, schalten wir diese Druiden aus. Setze dazu Anakins Basisangriff ein. Das werde ich tun. Kann ich vorher? Nein, ich kann nicht auf die Einstellung gehen. Okay, machen wir mal einen Basisangriff hier. Auf die Klappergestelle. Super. So, der greift hier an. Das geht dann nee, das macht Schaden, aber nicht allzu viel. Ihr seht, ich kann die Geschwindigkeit noch nicht erhöhen und so weiter. Das kommt alles später. Diese Druiden haben ziemlichen Schaden verursacht. Setze Ahsokas Spezialfähigkeit ein, um die Druiden zu attackieren und ihre Verbündeten zu heilen. Okay, Spezialangriff. Wuhu, sehr schön. Ja, wir werden diesen Account hier wirklich mit viel Liebe spielen, Freunde. Wir werden alles gemeinsam machen. Das bedeutet, Mods farmen, Charaktere farmen. Ich werde euch alles erklären, was ich mir dabei denke. So, dass ihr quasi mitmachen könnt, wir gemeinsam. Und wir werden wirklich alles genießen hier. Also, schöner Flächenschaden hier. Super, awesome. Das war der Sieg für uns. Und wir machen weiter. So. Sieh dir das an, du hast genügend Kristalle gesammelt, um deine erste Datenkarte zu kaufen. 5 Kristalle nur für die erste Datenkarte. Okay, die nehmen wir doch gerne an. Also klicken wir jetzt hier auf den Store. Und im Store klicken wir auf die Datenkarte. Ah, guck mal, wir haben 290 Kristalle gleich am Anfang. Klicken wir drauf, superklasse und öffne das Ding. Wir haben ja gar keine andere Wahl, wir müssen das machen. Und was kriegen wir hier zur Belohnung? Wir kriegen... Oh, noch einen coolen Jedi. Wer hätte das gedacht? Wow, du hast noch einen Jedi erhalten. Obi-Wan Kenobi. Er hat mit der Rebellion gegen das Imperium gekämpft. Er ist eine großartige Ergänzung für deinen Trupp. Er ist ein Tank, Freunde. Wir können Tanks gut gebrauchen. Wir haben Heiler und Angreifer. Sehen wir uns nun deine erste Quest an. Gehen wir auf Einsatzziele. Und unsere erste Quest besagt hier, Kämpfe der hellen Seite. Gewinne Kampf der hellen Seite 1A. Also gehen wir dorthin. Das ist dieser Kampf hier. Fahren wir mit dem nächsten Kampf der hellen Seite fort. Ich muss das leider machen. Also machen wir das halt mal. Ich habe da sonst nichts Besseres tun. Hier legst du deinen Trupp fest. Du stehst bereits kurz davor, ihn komplett zu komplettieren. Tippe auf Kämpfen. Okay, machen wir das Ganze. Kämpfen wir. Zeigen wir denen mal, was wir drauf haben, Freunde. Also, tippe und halte ein Fähigkeitssymbol, um die Details anzuzeigen. Okay, wir halten gedrückt, fügt dem anwesenden Gegner physischen Schaden zu und erhöht 2 Runden lang die Effektivität. Sehr schön, machen wir das Ganze nochmal. Greifen das Klappergestell an. Ich wette, diesen Kampf gewinnst du auch alleine. Na klar, wir gehen hier oben auf Einstellungen, auf Audio und dann werden wir erst einmal die Musik komplett ausschalten. So, der Grund, warum ich die Musik komplett ausschalte, ist ganz einfach der, das Spiel hat Soundtrack von Star Wars, der Copyright geschützt ist. Und weil dieser Soundtrack Copyright geschützt ist, kann es passieren, dass meine Videos demonetarisiert werden oder unter Umständen, je nachdem, vielleicht irgendwann mal in Zukunft gesperrt, weil, ihr wisst, der DMCA und der ganze andere Kram, also Copyright-Schutz und so, man benutzt Sounds, an denen man eben keine Rechte hat. Deswegen mache ich das Ganze hier aus und benutze stattdessen das hier. Hört mal genau hin. Das ist der Soundtrack, den ich sonst benutze. Ein Livestream Star Wars Lo-Fi Hip-Hop nennt sich das Ganze. Und den Livestream dazu mit der Musik findet ihr, wenn ihr unter der Videobeschreibung auf den Link klickt, da ist es dann verlinkt. Schaut einfach mal rein und dann hört ihr diese grandiose, chillige Musik, die uns zukünftig hier in diesem grandiosen, chilligen Spiel begleiten wird. Super. Und jetzt machen wir erst einmal den Angriff hier mit Anakin. Überwältigender Ansturm. Er notfällt bei 3 Runden, fügt allen Gegnern physischen Schaden zu und erhöht 2 Runden lang die Angriffswert aller Verbündeten. Ist Padme Amidala ein Verbündete, werden sämtliche Buffs aller Gegner entfernt. Diesem Angriff kann nicht ausgehen. Werden. Padme wollen wir auch haben, Freunde. Wir haben ja schon 2 der Charaktere, die später mit Padme zusammen stehen werden. Also, los geht's. Stehen und kämpfen. Sehr gut. Die Klappergestelle wurden platt gemacht. Und hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Denn hier ist ein B2-Druide mit dabei. Und die sind nicht zu spaßen, diese Dinger. Diese Einheit hat gerade eine Provozieren-Fähigkeit eingesetzt. Jetzt müssen sie alle Gegner anvisieren. Machen wir das doch mal. Aber Ahsoka kann das sehr gut. Ich würde mal sagen, wir benutzen einfach mal ihren normalen Angriff. Dann sehen wir ihn auch mal in Action hier. Sehr schön. Wir müssen ja noch in normaler Geschwindigkeit spielen. Also tun wir das auch. Dieser Charakter hat einen Statuseffekt. Halte das Symbol, um dir die Details anzusehen. Wir halten also hier gedrückt und sehen dann die Details. Ein Debuff hat der Gegner hier. Deswegen roter Pfeil nach unten. Buff-Immunität. Immun gegen Buffs. Also er kann keine Buffs
Fresse halten, dementsprechend nicht mehr provozieren oder sowas in der Art. Ben kann jetzt hier Gedankentrick benutzen. Gedankentricks erneut verwendbar in 6 Runden. Belegt alle Gegner eine Runde lang mit Fähigkeitenblockade und senkt 2 Runden lang ihren Angriffswert. Außerdem besteht eine 50%ige Chance, 20% Zugleiste zu entfernen. Dieser Angriff kann nicht ausgewichen werden. Okay, diesen Angriff kann nicht ausgewichen werden. Machen wir das mal ganz kurz. Ja, der hat sogar Zugleiste verloren. Das ist super klasse. Offenbar wird der B2 Superkampfdruiden-Boss von dem schwächeren Druiden geheilt. Tippe auf den Heiler, um ihn anzuvisieren und zuerst zu attackieren. Okay, wir tippen also auf den Heiler und machen jetzt hier unseren Spezialangriff. Sehr schön. So, wir wollen jetzt den Heiler hier zuerst killen, damit der eben nicht mehr den Tank heilen kann. Super klasse. Generell ist es eine Strategie, die uns noch ein ganzes Weilchen verfolgen wird hier im Laufe dieses Spiels. Und ja, ihr seht, wir fangen mit Jedi an, was ich saugeil finde. Ein paar der geilsten Jedi, die es jemals gab in der Geschichte von Star Wars. Wir haben den alten Ben, wir haben Anakin und wir haben Ahsoka. Ich freue mich riesig, dass wir jetzt mit den beiden anfangen, mit den dreien anfangen. Das sind richtige Namen und nicht einfach nur namenlose Charaktere. Ich meine, Clone Wars, Chewbacca war ganz cool, aber hey, guck mal, wir haben diese Charaktere. Und das ist schon mal saumäßig cool. Aber wir werden ein bestimmtes Team ganz am Anfang farmen, und zwar die Phoenix-Charaktere. Mehr dazu später. Und die Phoenix-Charaktere werden wir dann später ersetzen gegen die Erste Ordnung. Darauf freue ich mich mega, Freunde. Gut gemacht. Du hast einen Trainingsdruiden erhalten, mit dem du deine Charaktere trainieren kannst. Okay, machen wir also mal weiter. Wir haben Kristall erhalten, Trainingsdruide, Quest abgeschlossen, weil wir 1A abgeschlossen haben. Und dafür gibt es dann 50 Credits. Fey Zara heißt sie also. Großartig. Du hast die Grundlagen schnell verstanden. Hier sind einige Quests. Belohnungen für den Anfang. Awesome. So, wir gehen auf Einsatzziele und sehen dann hier Jedi Ausbildung. Trainiere Ahsoka Tano auf Stufe 2. Auch das werden wir tun. Dafür gibt es ebenfalls eine Belohnung. Benutzen wir jetzt diesen Trainingsdruiden, um deinen ersten Charakter aufsteigen zu lassen. Wir gehen auf unsere Sammlung. Dort finden wir dann alle unsere Charaktere. Klicken auf Ahsoka und gehen dann auf Stufe. Und werden jetzt hier auf Plus einmal klicken. Dann wird sie Stufe 2, weil wir den Trainingsdruiden benutzt haben. Tippen auf Trainieren. Und sie hat jetzt einen Stern immer noch, ne? Aber hat schon Stufe 2 erreicht. Wunderbar. So, Glückwunsch. Du musst Charaktere häufig trainieren, um schwierige Kämpfe zu gewinnen. Klar doch. Okay, bei den Einsatzzielen haben wir dann hier die nächste Aufgabe. Kämpfe der hellen Seite gewinne. Kampf der hellen Seite 1b. Wir spielen diesen Account hier übrigens komplett free to play. Wir werden keinen einzigen Cent hier investieren, außer wenn ich vielleicht irgendwann mal Lust drauf habe und es ist nicht spielrelevant. Aber dieser Account soll wirklich komplett ohne Hyperantriebsbundle oder sowas in der Art komplett Free-to-Play gespielt werden, denn das ist die Herausforderung, die wir uns hier machen und der Spaß, den ich einfach daran habe, das hier zu spielen. Okay? Also kämpfen! Charaktere greifen basierend auf ihrem Tempo-Rundenwert an oder sowas in der Art. Der blaue Tempobalken unter den Gesundheitsbalken zeigt an, welche Charaktere bereit sind. Wenn das Ding voll ist, sind die Charaktere bereit. Wenn das Ding nicht voll ist, sind sie noch nicht bereit. Kennt man ja, ne, aus Spielen dieser Art. Wir machen erst einmal einen normalen Angriff hier mit Anakin. Superklasse. Dann machen wir einen normalen Angriff mit Ben, um den zu killen. Sehr schön, haben wir Effektivität erhöht. Jetzt machen wir einen normalen Angriff mit Ahsoka. Der ist als nächstes dran, wie wir an der Tempoleiste sehen können. Jetzt greifen wir wieder mit Ben an. Dann sollte der... der ist nicht ganz erledigt, aber jetzt ist er erledigt. Nein, er ist ausgewichen. Okay, wie kann er es wagen, dieser Schneetruppler? Erfolg, superklasse. Weiter geht's mit der zweiten Welle. Wir greifen noch hier wieder an. Meistens benutze ich in Runde 1 und 2 noch nicht wirklich Skills, weil wir die meisten Gegner in Runde 1 und 2, also in Welle 1 und 2, relativ schnell platt machen. Und in Welle 3 benutze ich dann alle meine stärksten Skills, um dann eben hier voll drauf zu ballern. Da stehen sie. Oh, ich habe das vermisst, Freunde. Wir werden diesen Account wirklich genießen. Wir werden alles an diesem Account genießen, auf eine ganz andere Art und Weise, als wir damals angefangen haben mit unserem Account. Na, ihr wisst, ne? Also mit unserem alten Account halt, den allerersten Account, den ich gespielt habe. So, wir attackieren jetzt mal einen von denen hier. Sehr gut. Ich will die einfach nur ein bisschen so ankratzen. Jetzt machen wir mal das da auf die. Haben die Zugleiste verloren? Nope, haben sie nicht. Wir machen mal Schaden auf alle mit Anakin. Boom, wunderbar. Erhöhen unsere Angriffskraft und sind jetzt in der Lage, mit jedem Einzelnen die Platz zu machen. Hier, Ahsoka, heilt uns mal schön wieder. Sehr schön. Früher hatten wir den Jedi-Konsul, der musste sich entscheiden, ob er angreift oder heilt. Ahsoka kann beides. Die kann angreifen und heilen. Gleichzeitig. Sehr schön. Wir haben 3 Sterne, weil wir keinen Charakter verloren haben und haben Spielerstufe 3 erreicht und auch hier wieder noch mehr Energie erhalten. Ich gebe im Laufe des Spiels auch Tipps nach und nach, wie man hier gut vorankommt und so. Nun, da du die Kämpfe der hellen Seite gemeistert hast, erwarten dich schwierigere Gegner und irgendwann Kämpfe der dunklen Seite. Awesome.
Und da wollen wir hin, auf die dunkle Seite. Oh, das hätte ich fast vergessen. Wenn du Spielerstufe 4 erreichst, habe ich einen Gratis-Charakter für dich. Um ihn zu halten, musst du dich nur anmelden. Oh, das ist schön. Wir sind doch angemeldet, oder? Du hast ein Ausrüstungsobjekt gefunden. Alle Charaktere benutzen optimierte Ausrüstungssets. Sehen wir nach, wer das gefundene Objekt verwenden kann. Okay, gehen wir da rein. Und rüste 6 Ausrüstungsobjekte aus, um die Ausrüstungsstufe eines Charakters zu erhöhen und neue Fähigkeiten für ihn freizuschalten. Wir können momentan hier nur zu Ahsoka gehen im Moment. Also dafür ist es ja gedacht. Grünes Symbol anklicken und Ausrüstungsteil auswählen. Dann kriegt sie bessere Werte. Das ist eigentlich irrelevant. Also diese Werte hier am Anfang sind noch nicht so wirklich wichtig. Wichtig ist eigentlich nur, dass wir später unsere Ausrüstungsstufe erhöhen. Ich schätze, ich muss dir eine anspruchsvollere Quest geben. Mal sehen. Besiege einen Rancor. Erobere Hoth. Ha, dafür bist du noch nicht bereit. Das stimmt. Das werden wir aber sein. Eines Tages. Gemeinsam, Freunde. So, wir können das sogar noch mehr geben. Wir haben Zeug hier. Das mache ich aber erst einmal noch nicht, denn ich will nicht zu stark sein. Übrigens hier, Reiseführer wird erst ab Spielerstufe 27 verfügbar sein. Also können wir noch nicht reingucken. Trupps, erst ab Spielerstufe 16 können wir noch keinen Trupps machen. Ihr seht aber, das sind sehr, sehr viele Einheiten. Und die Einheit, ich gehe mal ganz kurz hier hin. Die Charaktere, die wir als allererstes farmen werden, die am wichtigsten sein werden für uns, sind die hier. Die farmen wir zuerst, aber nicht Sabine, sondern die, die hier oben sind. Kanan, Hera, Zeb, Ezra und Chopper. Und das Ziel ist es, diese Charaktere hier auf Ausrüstungsstufe 8 zu bringen. Falls ihr nicht wisst, was das heißt, das erkläre ich euch im Laufe des Let's Plays. Die bringen wir auf Ausrüstungsstufe 8, höher nicht. 8 oder 9, vielleicht maximal 10, mal gucken. Also die werden nicht hochgelevelt, aber die werden 7 Sterne erhalten. Also wir bringen jeden von denen auf 7 Sterne, aber nicht die höchste Ausrüstungsstufe. Danach, wenn wir das gemacht haben, mit den Charakteren schalten wir dann 2 bestimmte Charaktere frei. Nämlich schalten wir frei Imperator Palpatine und Thrawn. Diese beiden Charaktere werden freigeschaltet und die brauchen wir dann für später. Für ein Imperium-Team, für ein Sith-Team und so weiter. Darth Vader bekommen wir im Laufe des Spiels automatisch. Der ist ein Charakter, den man auch durch Erfolge freischaltet. Also müssen wir uns um den keine Sorgen machen. Wen wir noch farben werden, ist Tarkin. Da haben wir schon mal hier insgesamt 4 Imperium-Charaktere. Und Tarkin brauchen wir wegen seinem Großkampfschiff. Das ist das erste wichtige Großkampfschiff, das wir kriegen werden, das wir dann später für die erste Ordnung brauchen. Und wenn wir dann außerdem noch farmen werden, ist wahrscheinlich die Königliche Garde. Auch den können wir sehr gut gebrauchen. Ich glaube, es wird der werden. Nein, Moment. Es wird die Königliche Garde werden. Es wird Viers. Sorry. Es wird Viers sein. General Viers. Den brauchen wir nämlich für imperiale Truppler. Und der ist dann später auch noch relevant. Also hier, ne? Viers, Tarkin, Vader, Palpatine und Thrawn. Und das sind insgesamt 5 Imperium-Charaktere. Mit denen werden wir dann, ich gehe mal ganz kurz hin, das ist ganz nebenbei, bei den Rebellen, R2-D2 freischalten. Der befindet sich hier unten. Den kriegen wir nämlich mit 5 Imperium-Charakteren R2-D2, den brauchen wir später noch ganz, ganz oft. So, das sind dann so die ersten Schritte, die wir machen werden mit unserem Phoenix-Team. Da haben wir Rebellencharaktere, wir schalten R2-D2 frei, wir haben Imperium-Charaktere, wir arbeiten an unserer ersten dunkle Seite-Flotte mit Tarkin als Großkampfschiff, das wird unser erstes Großkampfschiff sein. Und was wir dann machen ist, und das ist das Hauptding, was uns ganz, ganz lange begleiten wird, hier, erste Ordnung. Alle Charaktere, die ihr hier seht, werden wir farmen, um letztendlich dieser galaktische Legende zu erhalten, oberster Anführer Kylo Ren. Der ist eine galaktische Legende, die wollen wir unbedingt haben, denn er ist ja, die am einfachsten zu bekommende galaktische Legende für den Anfang und außerdem sehr, sehr stark in jedem einzelnen Spielmodus und außerdem bin ich auf meinem großen Account weit davon entfernt, die erste Ordnung zu farmen. Das bedeutet, wir machen quasi mit diesem Account Dinge, die ich mit meinem anderen Account nicht mache und andersherum, okay? Hier fangen wir neu an, der andere Account ist schon weit. Mit dem Account halte ich wirklich jeden Fortschritt fest, mit dem anderen Account mache ich nur noch große Events. Hier fahren wir erste Ordnung, Widerstand und so ein Kram, mit dem anderen Account machen wir halt sowas wie, ja, Jedi, Separatisten, wisst ihr? Das ist so ein bisschen vom Thema her ein bisschen anders. Hier werden wir irgendwann auch Jedi farmen, Separatisten und so ein Kram, Jedi Ritter Revan. Also erste Ordnung ist erstmal das Hauptziel, das Grundziel, damit werden wir die meiste Zeit verbringen, denn wir werden 2 Teams bauen. Ihr seht, es gibt genug Charaktere für 2 Teams der ersten Ordnung. Wir bauen also ein Team mit oberstem Anführer Kylo Ren und ein weiteres Team, zum Beispiel mit Phasma oder mit Kylo Ren unmaskiert als Anführer. Und das werden dann 2 Teams sein, die wir dann in der großen Arena-Meisterschaft benutzen werden. Phoenix werden wir einsatzbereit haben, Imperium werden wir einsatzbereit haben. Und danach gucken wir mal weiter, was es bis dahin für Charaktere gibt. Wahrscheinlich werden wir danach alles tun, um an diese Charaktere zu kommen, an Malak. Das bedeutet, wir haben Jedi Ritter Revan, Darth Revan, alle Charaktere, die dafür nötig sind, alle Charaktere aus dem Sith-Imperium, alle Charaktere der Alten Republik,
Das sind die, die hier sind. Die werden alle gefarmt, um, wie gesagt, an den guten Darth Malak zu kommen. Und das ist quasi jetzt unser langfristiges Ziel. Das bedeutet, wir haben interessante Jedi, wir haben interessante Sith, wir haben Palpatine, wir haben ein interessantes Imperium-Team, wir haben eine Flotte, denn ich farme ja auch die komplette Flotte der Ersten Ordnung. Schiff ist auch nicht freigeschaltet, sonst kann ich das hier gerade nicht zeigen. Ich farme also die komplette Flotte der Ersten Ordnung und ja, dann wisst ihr jetzt Bescheid, was wir all als nächstes farmen. Freunde, ich glaube, das war erst einmal genug für den Anfang. Ich werde jetzt hier noch ein paar Quests mir anschauen. Hier, ne? Kämpfe der hellen Seite gewinnen, erhöhe die Charakterstufe einmal. Solche Dinge werden wir regelmäßig machen. Ich habe tonnenweise Energie, ich werde einige Folgen vorbereiten. Wie gesagt, wir spielen komplett Free-to-Play. Also dieses Sonderangebot hier, das werde ich nicht kaufen für 100 Euro. Das mache ich nicht. Nicht, weil ich mir zu schade bin dafür oder so, sondern ganz einfach deswegen, weil ich der Meinung bin, dass wir das nicht brauchen. Weil wir zukünftig hier komplett den Spaß haben wollen, alles Free-to-Play alleine zu spielen. Willkommensbelohnung von Capital Games. Wir haben 30 Tage Zeit, das Ganze abzuholen. Sind 200 Kristalle und 2 Darth Vader-Splitter. Ihr seht, Darth Vader wird eben nach und nach auf diese Art und Weise gefarmt. Tägliche Anmeldungsbelohnung haben wir noch nicht. Die wird erst mit Stufe 10 freigeschaltet. Und wo wir nochmal ganz kurz gucken können, hier ist im Store. Da gibt es eine gratis Bronzium-Karte, die aktivieren wir mal. Vielleicht kommt da ja ein Charakter raus. Das wäre wünschenswert. Mal gucken. Und das ist eine Ausrüstung. Das ist in Ordnung. Ausrüstung kann auch nicht schaden. Selten kommen da Charaktere raus, ne? Wir scrollen mal hier durch. Ihr seht, da gibt es momentan nur Sachen freizuschalten für Kristalle. Wir aktivieren dieses Ding hier nicht, diese Chromium-Karte für 350 Kristalle. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Früher hat man hier definitiv, also wenn man diese Karte einmal für 350 Kristalle gekauft hat, hat man definitiv einen Charakter bekommen. Aber ich glaube, das mache ich hier nicht. Das muss nicht unbedingt sein, denn wir haben andere Pläne. So, Freunde, was ich in der Zwischenzeit getan habe, ist, ich habe hier unseren Namen festgelegt auf Karadrik F.O., das steht für Karadrik First Order und wir haben noch keine Gilde, die werden wir auf jeden Fall irgendwann noch erstellen beziehungsweise einer Gilde beitreten, mal schauen, was dann am Ende am meisten Sinn macht. Ihr seht, ich habe noch keine Spiele-ID in irgendeiner Art und Weise, aber sobald meine Spiele-ID mit diesem Account verfügbar ist, sobald wir Verbündete freigeschalten haben, mit Spielerstufe 18, wird meine Spiele-ID unten in der Videobeschreibung ersichtlich sein von diesem Account und dann könnt ihr mich gerne anfragen, meine Freunde reinkommen. Die ersten 50 Spieler, die mich dann anfragen werden, kommen in meine Freundesliste und die 50 Spieler, die am aktivsten sind, bleiben in der Freundesliste. Wer dann eben inaktiv ist oder längere Tage sich nicht anmeldet, fliegt dann raus. Ich werde halt regelmäßig meine Freundesliste entsprechend aufräumen. So, denkt daran, in der Videobeschreibung unten den allerersten Link anzuklicken, um BlueStacks herunterzuladen. Das ist ein Affiliate-Link, damit unterstützt ihr mich direkt und damit haltet ihr auch das Let's Play am Leben und für euch ist das Ganze völlig kostenlos. Wäre also mega cool, wenn ihr das macht. Lasst mich gerne wissen, was ihr von BlueStacks haltet und davon Galaxy of Heroes am PC zu spielen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, Freunde, und ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen bei weiteren Episoden von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes Season 2. Vielen Dank, Freunde, und möge die Macht mit euch sein.